Poetry Slam. Kennt ihr das? Eine Dichterschlacht. Manchmal braucht es nämlich nur ein Wort oder zwei, die in voller Wucht zwingen in die Knie. Zum Beispiel das Zitat «Mehr Dreck» von einem berühmten Solothurner Dichter und Minnesänger. Aber was hat er uns damit sagen? Es gibt doch schon zu viel Littering in diesen Kommentarspalten und in den sozialen Medien. Nein, es braucht nicht mehr Dreck, sondern wir müssen unsere Gedankengänge ausmisten und mit Licht fluten. Und wie beim Kompost kann aus dem neues Leben sprießen und zu Poesie werden. Ja, wie das geht, das zeige ich euch zwei junge Frauen. Sie sind Finalistinnen vom ersten Poetry Slam vor Sek Schützenmatt hier in Solothurn. Und sie haben also unter 100 Teilnehmenden sind sie in die vorderen Ränge gekommen. Und das wäre jetzt ihr erster Auftritt vor grossem Publikum. Ich heiße sie herzlich willkommen. Zuerst kommt Diara Moser und dann Lynn Kreienbühl. Viel Spass. Ich erzähle euch heute einen Text, dass das Leben nicht aus einem Plan bestehen sollte. Du bist irgendwann geboren. Dann hast du zuerst mal ein angenehmes Leben und kannst schlafen. Wirst dich auch nicht mehr daran erinnern, aber das ist egal. Irgendwann kommst du in den Kindergarten, kannst ein bisschen basteln und bist immer frei. Später dann bist du in der Schule. Zuerst denkst du so, cool, Schule, Hausaufgaben. Doch nach 9 Jahren bist du froh, dass du fertig bist. Nach der Schule gibt es Menschen, die keinen Plan haben und einfach mal etwas machen. Sie machen eine Lehre, sehr wahrscheinlich das KV, weil sie keinen Plan haben. Oder gehen vielleicht auch an die Kante. Sie leben einfach ihr Leben, so wie man das halt so macht. Dann gibt es die, die einen Megaplan haben gemacht von ihrem späteren Leben. Alles ist durchgetaktet, in welchem Alter man was macht und was man bis dann erreicht haben will. Meistens fängt es so an. Sie machen eine Lehre oder gehen an die Kante. Nach 3 Jahren geht es weiter mit einer Fachhochschule oder vielleicht auch gehen sie studieren. Nachdem macht man dann noch eine Ausbildung oder vielleicht irgendeinen Zusatztitel. Und dann noch dieses und dann noch das. Irgendwann kommt man an einen Punkt. Man hat irgendeinen Titel, ist gefühlt durchstudiert und fragt sich, was man jetzt macht. Das Ziel hat man erreicht und man macht das, von dem man schon immer geträumt hat. Für die fängt das Leben erst an, obwohl es schon die Hälfte ist und schon fast wieder fertig ist. Ich kenne eine Person sehr gut. Wenn die ihr Leben nach ihrem Plan wird leben, dann wird sie sicher an diesen Punkt kommen. Diesen Plan wird man gar nicht erst hören, da man sonst morgen noch da wäre. Darum, wenn man Plan hat, ist gut, doch man darf einfach nicht vergessen, das Leben zu leben. Weil man kann es nicht rückgängig machen, da man nur ein Leben hat. Zudem kommt immer eh alles anders und es wird immer Strich durch die Rechnung gemacht. Also, darum lebe dein Leben und hab Spass dabei. Danke. Und jetzt kommt meine Kollegin Lynn. Ja, hallo zusammen. Ich bin Lynn und ich mache das KV. ich finde es sehr schön hier. Wie aus der Weststadt, also finde ich es eigentlich überall schön. Ich habe heute einen Text geschrieben, über wie ich es nicht geschafft habe, einen Text zu schreiben. Und er heisst «Gekritzel». Und er geht so. Alles, was ich habe, ist ein Blatt. Mit einem Blatt kann ich hier nicht antanzen. Einfach ein weißes Blatt. Es schaut mir an, als würde es mich verurteilen, bis in die letzte Adere. Als würde jede Faser von diesem Blatt meine Ehre in Stücke zerreissen. Das weiße Blatt, das Stückchen Umweltverschmutzung, das auf meinem Pult hockt und mir erzählen will, ich kann nichts. Das Stückchen weißes Blatt, das von Zeit zu Zeit immer gefiltert wird mit Tinten. Aber nein, nicht mit poetischen Ausdrücken oder Wörtern, nein. Mit Gekritzel. Wo man eigentlich auch in meinem Matheft findet. Gekritzel, das eigentlich aussieht wie ganz harmloses Gemahle von Blumen. Gekritzel von sinnlosem Zeug. Das ist aber eigentlich ein Hilfeschrei.
Das Gekritzel, das ich immer mache, wenn ich mit jemandem am Telefon bin und einfach hoffe, dass die Person aufhört zu schnurren und abhängt. Das Gekritzel, das ich mache, wenn der Lehrer wieder zu viel erzählt und einfach nicht mehr den Platz haben will. Das Gekritzel, das ich mache, wenn ich die Hausaufgaben nicht checke. Und das Gekritzel, das ich mache, wenn ich einfach nicht mehr rauskomme. Das Gekritzel ist jetzt auf dem Blatt, wo eigentlich ein Text draufsteht. Das Blatt, das so wertvoll sein soll. Auf diesem Blatt steht jetzt etwas, das normalerweise... Es steht eben nichts. Es steht nichts drauf. Normalerweise kommt es so einfach zu mir. Wörter. Sie kommen so einfach zu mir. Aber wenn ich von kritzeln, frage ich mich manchmal, was sind Wörter? Wie forme ich die? Und wo ist die Rechtschreibung an? Ich fühle mich wieder wie in der ersten Klasse. Ich bin dort gehockt und die Lehrerin hat uns gerade erklärt, wie es A, B, C geht. Dann hat sie angefangen zu singen. A, B, C, D und der Rest spare ich nicht. Ist ja immer der gleiche Scheiß. Dass man das Kinder antut. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass mir die Performance von meiner Lehrerin nichts gebracht hat. Traumatisiert hat es mich mehr aber auch nicht. Das Blatt und das Gekritzel drauf erinnert mich an meine Zeit im Kindergarten. Wo ich gemeint habe, Buchstaben sind auch nur so Gekritzel. Bücher sind nur so Dinger, gefüllt mit Gekritzel von einem, der gerade seine Midlife-Crisis hat. Leider hat das Gekritzel aber eine Bedeutung im Gegensatz zu dem, was sich auf meinem Blatt befindet. Das Gekritzel hat keine Bedeutung. Alles, was das Gekritzel bedeutet, ist, dass ich keinen Plan habe, was ich mache, weil ich eben das KV mache. Als mein Blatt schon halbwegs gefüllt war mit Gekritzel, Strichen und Formen, habe ich mir dann überlegt, ob das nur mir so geht. Oder ob zum Beispiel mein Zahnarzt auch mit Kunden telefoniert und manchmal auf sein Blatt Zeug schreibt von wegen «Ich will hey!» oder «Häng endlich ab, du Arsch!» Oder ob es nur mir so geht. Ob der Michael Jackson, als er seine Songs hat geschrieben, auch ganz verloren auf ein weißes Blatt hat geschaut und sich beobachtet hat gefühlt und verurteilt von einem Blatt, das eigentlich gefüllt sein sollte. Ob er nach einem Zeitchen auch einfach hat angefangen zu kritzeln und Wörter und Buchstaben schreiben. Ob er sein Blatt irgendwann gefüllt hat mit «Hihi», bis er sich dachte, er macht einfach einen Song aus dem. Ob kreative Personen so kreativ sind, weil sie ihrem Gekritzel eine Bedeutung geben, so wie den Buchstaben. Ob die Buchstaben wirklich nur Gekritzel sind, die Sinn machen, weil man einen Sinn gibt? Also, Sinn. Ich muss meinem Gekritzel einen Sinn geben. Also, dann schaue ich wieder auf mein Blatt. Findet der Sinn, denke ich mir. Ich schaue das Blatt an, verbrügelt von Gekritzel und geraubt von der Blankheit. Die weiße Fassade ist jetzt tätowiert mit Gekritzel von jemandem, der die weiße Fassade einfach nicht mehr sehen wollte. Jemand, der gemeint hat, er müsse das Blatt jetzt füllen mit Charakter. Mit Blumen, Bildern, mit Gekritzel, mit Leben. Die Person hat es nicht ausgehalten, dass das Blatt so leer aussieht. Wenn ich das Blatt nicht füllen kann mit Sachen, die Sinn geben, dann fülle ich es halt mit Sachen, die keinen Sinn geben und geben dann Sinn. Ist wie bei WM. Ich bin ein Mädchen und ich will jetzt hier nichts generalisieren, aber für mich hat das lange keinen Sinn gemacht, warum das die Welt so spannend findet, ein paar durchtrainierte Männer in farbigen Liebli zuzuschauen, wie sie an einem Bau nachsäckeln und probieren, eine Kiste zu kicken. Am Schluss rennen sie sowieso immer rein, wenn sie nicht schon auf dem Platz fangen, jammern. Nach einer Zeit habe ich gelernt, dass dieser Sport so wertvoll ist für die meisten, weil sie dem ganzen Bau hingen nachsäckeln und die Kiste kicken einfach einen Sinn geben. Das Spiel lebt, weil wir dem einen Sinn geben. Also, ich schaue mein Gekritzel an und denke mir so, was ist das? Das denke mir eigentlich noch bei vielen Sachen. Mit Sachen meine ich so ein bisschen mein Leben und manchmal das Zeug, das der Lehrer auf dem Beamer präsentiert, weil ich bin kurzsichtig und da sehe ich sogar in der vordersten Reihe nicht genau, was der da vorne genau vorhat. Und apropos Beamer, man sagt ja, die heutige Technologie sei so eine gute Sache. Naja, ich glaube, unser Beamer hat es noch nicht ganz verstanden. Die armen Lehrer, mit denen haben wir manchmal sogar Mitleid, wenn sie mal wieder ihre tollen Aufgaben vor der Klasse präsentieren. Und dann stehen sie dort mit so einem Schmunzeln von wegen «Macht euch gefasst, das wird schwierig». Dann, wenn sie den On-Button vom Beamer drücken, sind wir die schmunzeln von wegen «Das geht nicht». Dann kann man sich eigentlich zurücklehnen und die Show geniessen, wenn der Lehrer seinen gestressten Gesichtsausdruck hinten hält. Ab diesem Zeitpunkt hat er dann schon mehr Runzeln als mein Grasi. Am Anfang ist es dann noch still, weil das die Klasse sehr amüsant findet, wie der Lehrer schon zum dritten Mal die Woche seine Midlife-Crisis hat. Aber nach 10 Minuten ist es dann der letzten Reihe auch schon verleidigt und sie hat sich mit sich selber beschäftigt. Der Lehrer läuft ab diesem Zeitpunkt mit seinem Kompis Zimmer auf und ab, ganz hysterisch. Und wenn er dann endlich herausgefunden hat, wie er den Beamer zum Laufen bringt, ist er die Stunde schon um. Und alles, was wir gelernt haben, ist, dass der keinen Plan von Technologie hat. Also, ich schaue wieder auf das Blatt, weil irgendwann muss ich ja den Test
Text hinbekommen. Dann sehe ich wieder das nervige Gekritzel. Es symbolisiert einfach meine Ahnungslosigkeit. Und jeder, der das Blatt wird anschauen, wird sehen, dass ich keine Ahnung hatte, was ich hier mache. Jeder, der das Gekritzel auf dem Blatt wird anschauen, wird sehen, dass ich keine Inspiration hatte und keine Idee. Und es ist einfach nervig. So wie das Kind in Schule, wo immer mit seinem Bein tippern. Immer so ein Gezappel. Und unser billiges Schulhaus ist richtig am Beben, wenn der mit seinem Bein wackelt. Das Schulhaus, das wahrscheinlich aus Pappe gemacht ist, wackelt bei kleinster Bewegung und bringt mich raus. Sein Gewackeln und Gehüppern und das Beben vom Schulhaus bringt mich einfach raus. Und das macht, dass ich meine Konzentration verliere. Und was mache ich dann? Ich fange wieder an zu kritzeln. Für den Lehrer ist das alles da, sein Gehüppern und mein Gekritzeln, das ist für ihn alles ein Zeichen, dass wir einfach zu doof sind, für eine Lektion uns zu konzentrieren. Aber was, wenn ich ihm sagen, dass der Typ am Hyperen ist, weil er gestresst ist, weil er wahrscheinlich nicht rauskommt oder einfach ADHS hat? Was ist, wenn ich ihm sagen, dass mein Gekritzel auch eine Bedeutung hat? Dass es von einem Kind kommt, der einfach zu viel im Kopf hat, nicht rauskommt und einfach den Kopf vor klar hat. Alles, was der Mensch kann beurteilen und eben auch verurteilen, ist das Objektive. Mein Gekritzel ist hässlich, doof und einfach emotionslos und nutzlos. Aber für mich nicht. Für mich ist es nicht doof, hässlich und nutzlos. Ich schaue das Blatt an und merke, dass das Gekritzel etwas Schönes hat. Es ist die Kunst, die jedem von uns steckt. Etwas, was zu uns kommt, ohne dass man überlegen muss. Etwas, was einfach da ist. Es füllt das tote, weiße Blatt mit Leben, so wie ein Lächeln ins Gesicht. Es verleiht dem Blatt einen Charakter und etwas Einzigartiges. Ich liebe mein Gekritzel, weil es für mich Sinn gibt. Und auch nur für mich. Es ist mein sinnloses Gekritzel, das aber für mich Sinn gibt. Merci.